Ich bin jung und finde Fotografieren cool. Ich wollte fragen, was für eine Kamera du mir empfehlen könntest. Am besten, dass man mit Zubehör auf maximal 1000 Euro kommt. Und noch welches Zubehör man deiner Meinung nach am Anfang sich holen sollte. So Sachen wie Stativ, Blitz, Filter und den Kram. So, diese Frage habe ich tatsächlich erhalten und daraufhin dachte ich mir, super, super nice Videoidee. Ich werde doch direkt dazu jetzt mal ein YouTube-Video machen, weil das ist auch ein Video, was mir in meiner Vergangenheit, als ich süße 13 Jahre alt war, wirklich sehr, sehr weitergeholfen hätte. Damals habe ich das eben alles bei Learning, bei Doing. Ich habe viel ausprobiert, viel Equipment gekauft und so weiter. Im heutigen Video möchte ich dir direkt mal meine Empfehlungen aussprechen. Ich habe nochmal direkt mich so ein bisschen in die Lage versetzt. Wenn ich jetzt nochmal starten würde mit der Fotografie, was würde ich jetzt als Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies meinem jüngeren Ich sozusagen und eben auch dem Feedback empfehlen? Und natürlich auch dir, wenn du anfangen möchtest und direkt vor dem gleichen Problem stehst. Du hast zum Beispiel dir 1000 Euro angespart, aber du weißt jetzt natürlich nicht, was für eine Kamera sollst du dir am besten holen, was für Equipment, was für Hilfsmittel sollst du jetzt am besten kaufen mit 1000 Euro. Vorab sei schon mal gesagt, im heutigen Video zeige ich dir Produkte, die wirklich perfekt sind für deinen Start. Und kleiner Teaser, wir haben am Ende sogar noch Geld übrig. Also wir verpulvern, auf Deutsch gesagt, nicht die ganzen 1000 Euro. Und du wirst sehr, sehr gespannt sein und vielleicht hast du auch so ein, zwei Aha-Momente. Ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt lass uns direkt mal über das Erste sprechen, was wir brauchen. Das erste Keypiece ist natürlich die Kamera. Wenn du 1000 Euro hast als Budget, dann würde ich dir als Kamera empfehlen die Canon 2000D. Das ist eine gute Spiegelreflexkamera und das Gute hierbei ist, dass du wirklich auch ganz, ganz viele fremde Hersteller verwenden kannst an deiner Kamera, was das Objektiv betrifft. Da hat man wirklich eine sehr, sehr schöne große Auswahl. Ich persönlich habe damals auch mit einer Canon angefangen. Das war damals eine 500D. Die hatte ich ungefähr, die habe ich sogar immer noch. Mit der habe ich eben rund 7 Jahre fotografiert und erst dann habe ich mir eine 6D geholt, dann noch eine 6D Mark II zum Filmen eben. Deswegen habe ich auch damals ursprünglich meine Kamera mit ausklappbarem Display überhaupt geholt, weil nur für Selfies machen zum Beispiel, wie gesagt, reicht auch eine Kamera ohne ausklappbares Display. Zum Filmen ist es natürlich sehr, sehr hilfreich. Jedenfalls lege ich dir diese Kamera ans Herz, wenn du anfangen möchtest. Und natürlich kannst du auch zu einem anderen Hersteller greifen. Natürlich kannst du auch eine spiegellose Kamera nehmen. Das Gute an einer Kamera von Canon. Gerade wenn man anfängt, ist es ein bisschen herausfordernd, sich da erstmal so ein bisschen einzugrooven tatsächlich, wie die Kamera funktioniert und so weiter. Und ich finde, die Kameras von Canon sind super intuitiv. Man blickt da sehr, sehr schnell, wo man eben alles einstellen muss. Und ich finde, die liegen auch wirklich fantastisch in der Hand. Also ich hatte auch mal eine andere Kamera, testweise, deutlich kleiner, spiegellos. Aber persönlich für mich wäre das jetzt nichts. Und das ist eben halt auch schwierig, da jetzt eben zu sagen, okay, diese Kamera ist für dich perfekt. Also am besten leihst du dir mal verschiedene Kameras aus. Schaust dann direkt mal, was für eine Kamera für dich persönlich am besten geeignet ist. Einfach was die Handhabung sozusagen betrifft, wie sich die Kamera in deinen Händen anfühlt, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du zum Beispiel eine Kamera hast, die du viel zu groß und wuchtig findest, dann hat es keinen Wert. Deswegen teste da wirklich auch mal verschiedene Kamerabodies und entscheide dich dann für eine Brand. Wie gesagt, ich persönlich würde dir im Falle von nur 1000 Euro Budget eine Canon-Kamera, genauer gesagt die Canon 2000D empfehlen. Wie gesagt, du hast da viele Möglichkeiten an Objektiven, sie liegt super in der Hand, leicht verständlich. Und weil wir ja auf meinem Kanal sind, muss ich dir auch einfach erzählen, ich fotografiere schon immer mit Canon. Wie gesagt, ich habe damals mit der 500D angefangen und habe jetzt eben eine 6D, eine 6D Mark II. Und ich finde einfach diese Kameras fantastisch, weil man eben, wie gesagt, auch wirklich ein breites Spektrum hat an Objektiven, die man verwenden kann. Und man muss auch zum Beispiel bei den Objektiven nicht nur zu Canon greifen. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich, kaufe dir nicht unbedingt die Canon 2000D mit dem Kit-Objektiv, weil das ist meiner Meinung nach
wenn du beispielsweise in die Porträtfotografie einsteigen möchtest, nicht so ideal geeignet. Deswegen würde ich persönlich wirklich nur den Body kaufen und dann würde ich mir das 50mm 1.8 Objektiv dazu gönnen. Das 50mm 1.8 von Canon direkt kostet so 120 Euro und wenn du das kaufst direkt mit dem Body, dann sind wir hier bei rund 335 Euro für den Body eben, für die Canon 2000D. Also nur den Body, ohne das Kit-Objektiv, nur den Body. Und wenn du das 50mm von Canon dann direkt noch kaufst, da kommen dann nochmal so 120 Euro zusammen. Und so haben wir nämlich noch jede Menge Geld über wirklich für ein gutes Stativ und für weitere Produkte, die ich dir jetzt vorstelle. Kleine Anmerkung, du kannst dir zum Beispiel auch, wenn du noch weniger ausgeben möchtest, auch das 50mm von Yongnuo holen. Das ist auch eine Möglichkeit, das habe ich jetzt persönlich noch nicht getestet. Ich persönlich habe das 50mm 1.8 auch schon eine Weile und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich finde auch, das ist wirklich ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist wirklich so eine tolle Linse und man hat da auch einen richtig schönen Bokeh-Effekt. Ich weiß es nicht, wo du stehst, wenn du das Video anschaust, weil wir haben hier zum Beispiel eine Blende von 1.8, also die kleinstmöglichste Blendenzahl ist 1.8 und dadurch bekommst du auch schon eine schöne Unschärfe im Bildvordergrund oder im Hintergrund hin. Und das möchten ja viele erreichen, wenn man so in der Fotografie anfängt, dann möchte man häufig diesen schönen Unschärfe-Effekt, den die iPhones zum Beispiel oder generell die Smartphones ja noch nicht so perfekt können, den möchte man dann eben mit einer richtigen Kamera erzielen und mit dem 50mm 1.8 bist du da wirklich gut versorgt. Noch günstiger ist das Yongnuo. Du findest übrigens alle Produkte, die ich hier beschreibe, unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du da auch nochmal nachschauen. Nun gut, wir haben jetzt die Kamera und wir haben ein gutes Objektiv. Jetzt lass uns mal darüber reden, dass es natürlich noch sehr, sehr wichtig ist, auch ein gutes Kamerastativ sich zu holen. Ganz oft macht man nämlich den Fehler, wenn man anfängt mit der Fotografie, dass man eine gute Kamera holt, ein gutes Objektiv, aber man spart dann am Stativ. Und das ist ein fataler Fehler. Weil denk mal ganz kurz drüber nach, du kannst ja nicht deine wertvolle Kamera und dein wertvolles Objektiv an ein billiges Kamerastativ hängen bzw. fixieren. Also das wäre wirklich fatal. Deswegen rate ich dir da auch dazu, wirklich ein gutes Kamerastativ zu kaufen und mit 30 Euro kommst du nicht weit. Also wenn du eine Spiegelreflexkamera hast, die ich beschrieben habe oder auch eine spiegellose, die einen gewissen Wert hat und gerade auch mit dem Objektiv, dann findest du so für 80, 90 Euro auch schon ein gutes Kamerastativ. Ich habe dir da mal unten direkt eins rausgesucht. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also spare auf keinen Fall am Kamerastativ. Das wäre wirklich sehr, sehr fatal. Je nachdem, wo du jetzt natürlich einsteigen möchtest in der Fotografie, wenn du sagst, Selfie-Fotografie, Porträtfotografie, das möchte ich gerne mal direkt ausprobieren, dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle auch noch ein Reflektor-Set bzw. ein Studio-Set gönnen mit zwei Softboxen, wie ich es hier auch habe. Dann hat man da oft noch ein Hintergrundsystem, man hat da noch Reflektoren, also je nach Set hast du da halt natürlich unterschiedliches Foto-Equipment, was du natürlich dann auch direkt verwenden kannst, weil das ist nämlich ganz, ganz cool, wenn du dir auch neu eine Kamera holst mit einem schicken Objektiv und so weiter. Und dann kannst du direkt auch, jetzt kommen wir nämlich zu einem richtig wichtigen Punkt, was einfach übertrieben genial ist. Wenn du ja anfängst mit der Fotografie, dann ist es oft so, dass man noch nicht natürlich die Zusammenhänge von Verschlusszeit, ISO, Blendenwert und so weiter versteht. Und jetzt kommt ein mega Key-Tipp und zwar teste einfach verschiedene Einstellungen direkt mal an dir selbst. Ne? Das ist nämlich richtig, richtig cool. Du brauchst es nicht unbedingt, dir ein Model zu engagieren und da so ein paar Experimente mit dem Licht machen, sondern übe wirklich an dir, da lernst du eine Menge über die Fotografie und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber so habe ich mir tatsächlich die Fotografie auch selbst beigebracht. Ich habe einfach mich selbst in Szene gesetzt und mich als Model genommen und dann eben geguckt, okay, wenn ich das Rädchen drehe, dann ändert sich das. Wenn ich das so mache, dann ändert sich das. Wenn ich das Licht so hinstelle, dann fällt es ja so auf mein Licht und macht da und da Schatten. Also das ist sehr, sehr wichtig und super wertvoll, wenn man da einfach mal so ein bisschen vielleicht auch über seinen Schatten springt und einfach coole Fotos von sich selbst macht und da eben an sich selbst wirklich übt. Wie gesagt, da lernst du eine Menge über die Fotografie und im besten Fall hast du danach auch noch sehr, sehr coole Fotos von dir. Was will man mehr?
Wenn wir über Selfie-Fotografie und Porträtfotografie sprechen, dann empfiehlt es sich natürlich auch, einen Selbstauslöser zu holen. Gerade auch, wenn du zum Beispiel auch an Silvester Fotos machen möchtest. Dauert jetzt noch ein bisschen, aber kommt auch wieder. Dann kannst du zum Beispiel auch mit dem Selbstauslöser deine Kamera betätigen. Und je nachdem, mit was für einer Belichtungszeit du arbeitest, ist das eher sinnvoll, weil dann hat deine Kamera keine Ruckung, beziehungsweise sie steht dann einfach ja eher auf dem Stativ sehr, sehr still. Und wenn du deine Kamera direkt auslöst mit der Hand, zum Beispiel bei einer Langzeitbelichtung, ist es nicht immer gut, weil dann hat man auch oft verschwommene Bilder von der Bewegung, die du ja machst, wenn du den Auslöser klickst. Deswegen, also ich habe das ja auch schon mal hier in einem YouTube-Video gezeigt, wo ich mit Spülmittel teilweise auch fotografiert habe und so weiter und noch mit einer Styroporplatte. Da habe ich eben auch eine Langzeitbelichtung gemacht, die ich dann auch ausgelöst habe tatsächlich mit meinem Selbstauslöser, einfach um dieser Problematik vorzubeugen. Und so ein Selbstauslöser kostet auch nur 15 Euro. Das ist definitiv noch im Budget drin und wie gesagt, ist super, nicht nur für Selfies. Natürlich benötigen wir auch eine Speicherkarte, weil irgendwo müssen wir ja unsere Fotos direkt auch speichern. Und da empfiehlt es sich auch wirklich, eine Speicherkarte mit 64 GB zum Beispiel zu nehmen. Tontafeln ist man ja ein bisschen schwierig, geht ja natürlich auch, aber dann musst du früher natürlich deine Fotos auch wieder sichern. Ich würde mir auch tatsächlich gleich zwei Speicherkarten kaufen, weil dann kannst du direkt auch mehr Fotos machen, wenn du unterwegs bist beispielsweise. Ich würde mir übrigens auch noch eine Festplatte natürlich holen und auf dieser Festplatte dann immer alle Fotos sichern. Das ist auch ganz wichtig. Das bedenkt man am Anfang gar nicht. Dann speichert man meinetwegen die Fotos nur auf seinen Computer und wenn du da mal einen Datenverlust erleidest, klingt dramatisch, ist es auch. Das möchtest du nicht. Also das hatte ich ein, zwei Mal und das, oh na, das ist terrible. Das ist ganz terrible, weil du hast die Fotos dann einfach nicht mehr. Manchmal kann man die immer noch herholen, aber es ist wirklich besser, nochmal so ein Backup zu machen, sich gleich noch direkt eine Festplatte mitzubestellen und da wirklich auch immer schön geordnet seine Fotos zu speichern. Ganz, ganz wichtig. Unten findest du auch mal eine Festplatte. Wir haben jetzt eine Kamera, wir haben ein Objektiv, wir haben ein Kamerastativ, wir haben einen Selbstauslöser, wir haben ein Studio-Set, wir haben einen Selbstauslöser, eine Speicherkarte. Was fehlt noch? Wir brauchen natürlich auch noch eine Kameratasche, ne? Wir müssen ja unser Schätzchen irgendwo auch verstauen und da rate ich dir auch wirklich eine gute Kameratasche zu nehmen. Was meine ich damit? Die Kameratasche sollte natürlich wasserabweisend sein im besten Fall, gut gepolstert und natürlich deine Kamera bestens beschützen. Ich habe dir dazu auch mal eine unten rausgesucht und natürlich gibt es auch Kamerataschen, wo du gleich auch noch ein paar Objektive reinmachen kannst. Es ist aber auch gar nicht verkehrt, wenn man extra eine Kameratasche hat und natürlich nochmal Taschen für sein Objektiv. Meistens sind bei den Objektiven auch noch mal so kleine Taschen extra dabei. Das ist nämlich eine ganz gute Idee. Da kannst du nämlich die Taschen, die dabei sind beim Objektiv, wenn du dann mal irgendwann eine Sammlung hast, direkt auch in deine Kameratasche machen, wenn du eine große auswählst. Und wenn nicht, dann kann man sich auch zum Beispiel noch mal einen Fotorucksack holen und da alle Objektive reinmachen. Also du siehst, wenn man sich eine Kamera anschaffen möchte, dann sollte man auf einige Dinge achten. Ne? Also es ist nicht getan, sich jetzt hier einfach ein Kameraset zu holen mit Kit-Objektiv zum Beispiel und zu denken, ja, das ist toll. Also es ist ganz, ganz wichtig. Hol dir wirklich einen Kamerabody nur. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, weil das Kit-Objektiv kommt nicht oft zum Einsatz bei mir. Jetzt haben wir natürlich noch jede Menge Geld über. Und jetzt kommt wirklich ein Expertentipp, den ich auch gerne früher gewusst hätte. Wir haben jetzt noch ein paar hundert Euro übrig und ich persönlich würde jetzt auch mit diesen 100 Euro Folgendes machen. Ich würde mir wirklich Fotografiebücher holen oder Online-Kurse oder Workshops. Also ich würde jetzt nicht hingehen, die 1000 Euro nur für Equipment ausgeben. Auf gar keinen Fall. Hol dir da wirklich ein gutes Buch auch noch zum Thema Fotografie. Der Rheinberg Verlag hat da auch sehr, sehr gute. Ich habe dir da unten mal eins verlinkt. Ich habe persönlich auch jede Menge Bücher von Rheinberg und da bist du wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Diese Bücher sind immer sehr, sehr gut konzipiert und du findest da auch jede Menge Tipps. Also ein gutes Buch ist wirklich Gold wert, finde ich. Oder auch ein Online-Kurs oder ein Workshop. Jetzt ist ein bisschen schwierig natürlich, aber du kannst ja jetzt zu Online-Kursen greifen oder dir eben ein Buch holen oder eben auch eine Fotofach Zeitschrift. Da findest du jede Menge Tipps, jede Menge Input und das ist auch ganz, ganz wichtig, da wirklich nicht nur sein Geld zu verwenden für Equipment, sondern auch wirklich für Wissen.
Wenn du erfahren möchtest, wie du mit wenigen Mitteln sehr, sehr fantastische Fotos machen kannst, dann kann ich dir wirklich mein eigenes Fotografiebuch Stylight Shoot Kreativ fotografieren mit DIY-Equipment nur ans Herz legen, denn in diesem zeige ich, was du beispielsweise für Leuchtmittel verwenden kannst, um richtig coole Fotos zu machen, was für coole Fotoeffekte du tatsächlich auch mit Haushaltsgegenständen beispielsweise zaubern kannst und noch mehr. Also ich gebe dir da ganz, ganz viele Tipps genau zu diesem Thema. Viel Effekt für kleines Geld. Unten findest du das verlinkt, Stylight Shoot Kreativ fotografieren mit DIY-Equipment, kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil ich stand genau an der gleichen Stelle, als ich angefangen habe mit der Fotografie. Ich hatte nicht sonderlich viel Geld und musste mir überlegen, wie kann ich meine Fotos verbessern mit wenig Geld. Das hat mich nämlich damals auch dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, dieses ganze Wissen, was ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe, viele Effekte für wenig Geld, das möchte ich natürlich auch mit anderen Fotografieanfängern teilen und generell mit Fotoliebhabern, die Spaß an der kreativen Fotografie haben. Wie gesagt, unten findest du das verlinkt, Stylight Shoot, kreativ fotografieren mit DIY-Equipment. Kleiner Bonustipp noch für dich, es gibt auch für Speicherkarten solche kleinen Cases, ich habe jetzt hier auch eine. Und die sind eben super, super praktisch, um seine Speicherkarten wirklich auch ordentlich zu verstauen. Und mit einem Klick hast du die dann auch direkt in deinem Fotorucksack oder in deiner Kameratasche. Und wie gesagt, das ist auch eine schöne Möglichkeit, um Staub vorzubeugen und so weiter. Wirklich sehr, sehr gut. Was man jetzt natürlich auch noch bedenken muss, ist Folgendes. Am besten holst du dir auch von Anfang an ein Kamerareinigungsset. Das kostet auch nicht viel und sorgt eben dafür, dass deine Kamera sauber, clean, staubfrei, schlierenfrei und so weiter bleibt. Immer zwischendurch einfach mal so ein bisschen mit dem Blasebalg drüber oder wenn du Objektive wechselst, dann kannst du dafür auch sorgen, dass so ein bisschen Staub direkt erstmal ein bisschen weggeblasen wird. Oder auch wenn du auf dem Display hinten so ein bisschen Schmutz hast, kannst du auch direkt mit so einem kleinen Tüchlein einmal drüber fahren. Oder das gleiche gilt natürlich auch für dein Objektiv. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, wenn man da auch drauf achtet, dass man eben direkt von Anfang an ein Kamerareinigungsset hat. Das sind wirklich so wichtige Dinge, die man wirklich lieber früher als später sich direkt gönnt. Ganz, ganz wichtig, natürlich kannst du auch eine andere Kamera dir direkt am Anfang holen. Aber ich würde, wie gesagt, darauf achten, dass du dir nur den Kamerabody holst und dann eben entsprechend direkt ein ordentliches Objektiv, weil meistens sind die Objektive, die dabei sind, jetzt nicht das, was man eigentlich anstrebt. Deswegen würde ich, wie gesagt, nur den Kamerabody kaufen und dann direkt ein anderes Objektiv dazu. Wenn du im Porträtbereich eben direkt starten möchtest oder auch generell erstmal so ein bisschen dich eingrooven möchtest in die Fotografie, ist das 50 mm eine tolle Linse. Du kannst damit auch coole Food-Fotos machen, coole Lifestyle-Bilder, wie gesagt, im Porträtbereich super. Aber du kannst nämlich damit, da kommen wir nämlich jetzt zu einem wichtigen Punkt. Und zwar kannst du mit dem 50 mm 1.8 auch Freelancing machen, was nämlich mega, mega cool ist. Freelancing ist wirklich the hit. Und du kannst natürlich auch das 50 mm 1.8 umdrehen, so hast du dann eine Makrolinse sozusagen und das alles nur mit einem Objektiv. Deswegen, ich bin wirklich ein Riesenfan vom 50 mm 1.8. Wie gesagt, du findest es unten auch verlinkt, eine super Linse, gerade wenn du anfangen möchtest mit der Fotografie. Und zum Thema Freelancing und umgedrehtes Objektiv findest du in meinem Fotografiebuch Stylight Shoot, kreativ fotografieren mit DIY-Equipment, jede Menge Tipps. Aber du findest unten in der Videobeschreibung auch zwei Blogbeiträge, die ich dir direkt mal verlinkt habe. Da findest du nämlich jede Menge Tipps auch zum Thema Freelancing. Da kannst du auch gerne mal vorab vorbeischauen. Ich hoffe, dass du jetzt mit diesem Video startklar bist für die Fotografie. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und denke auch immer dran, immer schön knorkel zu bleiben. Wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, dann schreib sie gerne unten ins Kommentarfeld. Dann kann ich möglicherweise dazu auch mal ein neues Video machen. Ich hoffe, dass ich dir auf jeden Fall weiterhelfen konnte, dir jetzt wo zuschaut, wo jetzt mit dem Gedanken spielt, sich eine Kamera zu kaufen. Und denk natürlich auch dran, dass wirklich das Licht das wichtigste Element in der Fotografie ist. Das vergessen ganz viele. Deswegen würde ich persönlich mir auch ein Studioset bestellen oder zumindest einen Baustrahler oder Taschenlampen mit Farbfolien. Das kannst du auch machen. Das ist noch günstiger und damit kannst du auch sehr, sehr coole Fotoeffekte generieren. Und natürlich würde ich mir auch ein Ringlicht holen.
Das haben wir natürlich auch noch im Budget. Mit einem Ringlicht kannst du nämlich richtig coole Fotos machen. Du kannst es als Gegenlicht verwenden, als Streiflicht, wie ich es natürlich hier auf YouTube dir auch schon gezeigt habe, aber auch von vorne. Also so ein Ringlicht ist wirklich auch eine coole Sache. Du findest auch ein Ringlicht unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schau da gerne mal vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten YouTube-Video. Schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Abonniere mich auch gerne, wenn du weiterhin Tipps von mir erhalten möchtest und folge mir gerne auf Instagram und hier auf YouTube und gerne auch auf Pinterest. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Christina Key, deine Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies. Bis zum nächsten Mal.